Wir sind in Bern, zu Belp, auf dem Gemüsebetrieb von S'Rohrers. Und wir besprechen Digiflux vor Ort auf dem Betrieb mit dem Entwicklungsteam, damit wir Ihnen zeigen können, wie der Praktiker dokumentiert und wie man die Software bauen muss, damit es möglichst einfach fällt. Ich bin mit Ihnen zuerst einen Rundgang machen und nachher sind wir im Detail anschauen, was für Massnahmen treffen wir, wie zeichnen wir das jetzt auf und was wir für Bedürfnisse haben. Mir ist sehr wichtig, dass Digiflux so wird funktionieren, dass wir es nicht merken, dass wir es anwenden fast, also dass es nicht ein Mehraufwand wird und für jeden Anwender zugeschnitten ist. Ich bringe mich ein, indem ich bei mehreren Arbeitsgruppen tätig bin, über die Verbände. Ich probiere mich dort kritisch zu äußern, aufzuzeigen, was sind die Probleme, also dass ein gutes Programm entsteht, wenn wir schon damit arbeiten müssen. Ja. Meine Aufgabe als UX-Designerin ist, mit den Nutzenden in Austausch zu gehen und ihre Bedürfnisse abzuholen. Das mache ich mit verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel mit Prototyping oder Usability-Testing. Das heisst, man macht einen Prototyp, testet das dann mit den Nutzenden und tut eigentlich weiterentwickeln. Wir sind Business-Analysten, wir sind UX-Designer, wir sind Entwickler. Was wir aber nicht sind, sind Landwirte. Das heisst, wir brauchen die Informationen, wir brauchen das Expertenwissen, dass wir in die richtige Richtung entwickeln. Es war ein langer Tag. Ich habe den Kontext gesehen, ich habe gesehen, wie das in der Realität aussieht. Das war für mich sehr interessant.